Trommelmäher gelten bei schwierigen Bedingungen immer wieder als Problemlöser. Wir haben das Kuhn PZ3021F mit einer Arbeitsbreite von 3,04 Meter eine ganze Saison lang getestet. Landwirt Praxistest. Das Kuhn-Trommelmähwerk ist einfach und robust. Zudem mäht es sauber. Die Grundkonstruktion besteht aus einem Vierkant-Profilrohr, das dem Mähwerk die nötige Stabilität gibt. Der Keilriemenantrieb wurde gegenüber den Vorgängermodellen verstärkt und soll laut Hersteller um bis zu 30% mehr Leistung übertragen können. Kuhn bietet diese Serie mit einem starren oder einem beweglichen Anbaubock an. Der starre Bock ermöglicht mit dem optionalen Teleskop-Oberlenker lediglich Bodenanpassungen in Fahrtrichtung. Unser Testkandidat mit Pendelbock und integriertem Teleskop-Oberlenker konnte auch quer zur Fahrtrichtung angepasst werden. Der Oberlenker und die beiden Führungsarme lassen sich für Straßenfahrten sichern. Beide Anbauböcke sind sowohl mit als auch ohne Weiste Schnellkuppeldreieck erhältlich. Für Traktoren ohne hydraulische Entlastung gibt es zwei Federn und auf Wunsch auch traktorseitige Befestigungshalter, die den Auflagedruck reduzieren. Das Mähwerk hat außen zwei große und innen zwei kleine Trommeln. Für einen sicheren Futterfluss sind die äußeren Trommeln abgeflacht und haben aufgeschraubte Leisten. Diese nehmen das Futter auf und lassen es nach hinten abfließen. Die serienmäßigen Schwartscheiben führen das Futter zusammen, sodass die Schwartränder vom Traktor nicht überfahren werden und das Futter sauber bleibt. Die Schwartbreite ist einstellbar. Je 4 Mähklingen an den Außentrommeln und je 2 an den inneren sind mit einem leichtgängigen Schnellverschluss befestigt und lassen sich mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel einfach wechseln. Waagrecht angebaut, schneidet das Mähwerk stets sauber. Sind die Trommeln erst einmal in Schwung, ziehen sie unter allen Bedingungen durch und halten die Drehzahl. Verstopfungen gab es in unserem Test nie. Die Schnitthöhe ist komfortabel an den äußeren Trommeln, stufenlos einstellbar. Unsere Testfahrer hätten sich allerdings für eine gleichmäßige Einstellung eine Skala gewünscht. Der Fronttrommelmäher PZ3021F hat einen guten Gesamteindruck hinterlassen. Seine schmale Schwartablage macht ihn zum Spezialisten fürs Eingrasen und unter schwierigen Bedingungen. In der Serienausstattung kommt das Mähwerk laut Preisliste auf knapp 17.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer.